Cozy Gaming, wuhu. Ich hoffe, es geht dir gut. Oh ja, sehr viel Cozy Gaming heute. Und ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Dienstag. Das hört man gerne. Ja, das stimmt allerdings. No. Okay. Ich muss mich jetzt einerseits wieder an die Bewegung gewöhnen, dass ich so langsam unterwegs bin. Und dass ich jetzt wieder Ausdauer habe. Hoppala. Mir ist vorhin beim Budewischen in den Rücken gefahren. Seitdem lunge ich auf... Oh no. Alte Leute, Krankheit. Eieiei, Chinji. Gute Besserung. Und schnelle Besserung. Oh, für 30 kriege ich die verkauft. Alles klar. Alles klar, meine Freunde. So, ich bin an den PC gewechselt. Alter, mein Kreuz. Ich sterbe. Du kannst dich gerade mit Chinji... die Hand schütteln. Die hat auch alte Leute-Krankheit. Wie sie es nannte. Nicht ich. Sie hat es so genannt. Mene fährt gleich los, will einen Wärmegurt kaufen. Oh, geil. Ich habe nur eine Wärmflasche. Kein Wärmegurt. Und ich glaube, ich werde die Wärmflasche in der nächsten Zeit wirklich viel nutzen müssen. Weil diese Wohnung wird wirklich... Kein Stückchen warm, aber nicht mal so ein Grad warm. Also wärmer. Ich glaube, ich renne seit Tagen bei 19 Grad rum. Es ist schweinekalt hier. Eieiei. Die sind arschteuer, aber ich liebe die ja. Hatte ich tatsächlich noch nie. Habe ich noch nie ausbenutzt. Mhm. Ausprobiert. Was muss ich eigentlich gerade machen? Wo bin ich bei mir stehen geblieben? Ah ja, Belohnung. Okay, ja, nehme ich gerne. Beherrschung. Landwirtschaft. Chance, dass gegossene Boden am Folgetag gegossen bleibt, so die Feldfrüchte zu ernten. Doppelt so viele Feldfrüchte, ja. Ist die allgemeine Heizung bei euch an? Wir müssen dem Vermieter mal Bescheid geben, wenn wir heizen wollen. Achso, nee, ich heize nicht, weil ich es mir nicht leisten kann zu heizen. Also ich muss leider diesen Winter frieren. Weil das zu teuer wäre für mich. Ich bin heute früh aus der Dusche geklettert, habe ich hingesetzt und als ich wieder aufgestanden bin, sagte der Rücken so, nö. Eieiei. Das ist so traurig. Du arbeitest und heizen ist nicht drin. Ja. Das stimmt allerdings. Was lernt man daraus? Finger weg von Hausarbeit. Ja. Wobei ich bin heute sehr stolz auf mich. Ich habe heute meine Küche aufgeräumt. Direkt nach dem Kochen. Und ich habe Wohnung gestaubsaugt. Ja. True, ich pack mich auch dick ein. Ja. Eine Wespe. Ich habe eine Wespe gefangen. Ach, ich hoffe, dass es nächstes Jahr besser wird. Wenn ich nächstes Jahr wie jeder normale Mensch heißen kann. Eifiges Schi. Ja. Ich kenne die schon alle, ne? Einzige Zimmer, wo ich jetzt ein bisschen anhabe, ist Badezimmer. Ja, da habe ich die Tür immer... oder da mache ich jetzt die Tür immer zu. Das heißt, es geht da auch. Hallo Spieler! Schön, dich hier zu sehen. Ich gehe gerade zu Rajas Kaffee. Willst du dich auch unterhalten? Eigentlich nicht. Aber ist okay. Ja, nein. Kannst du mir mehr über Karen erzählen? Ja, übrigens, was hat es mit der Kugelfischsache auf sich? Ah, die Sache. Ja, es ist einfacher, wenn ich es dir zeige.
Ja, komm, dann zeig's mir mal. Gehen wir zum Gemeindezentrum und unterhalten wir uns dort. Mein Kaffee kann warten. Das Gemeindezentrum ist hinter dir, mein Freund. Aber ich hätte echt Bock auf Suppe gerade. Siehst du die dicke, fette 6 als Stadtbewertung? Die geht auf unsere Kappe. Naja, es ist ein F. Aber das ist nicht, was heiter im Himmel passiert. Dieser Raum war eins der Stolz unserer Stadt. Hier wurden die Trophäen für die 1 von Starlet Town präsentiert. Eine 1! Spieler. Mama bekam wir eine 2, aber niemals eine 6. Bis... Ah, dieser alte Mann wird sich wohl hinsetzen müssen, um dir zu erzählen, was passiert ist. Kaffee kann nie warten. Hör mal, was ist los mit dem Spiel? Naja, es kommt jetzt große Storytime. Der wird doch kalt. Naja, er hat ihn ja noch nicht bestellt. Vor einiger Zeit. Und vielleicht ist es ein Eiskaffee. Das stimmt, Bürgermeister. Wie immer beginnen wir jede Jahreszeit damit zu untersuchen, warum die Menschen Starlet Town besuchen. Wir können berichten, dass die Touristen hierher kommen, um euer Museum, euer Vermächtnis, Städten und den Ozean zu sehen. Die Stadtbewertung, die wir vergeben, basiert auf dem Zustand dieser Dinge zum Zeitpunkt der Überprüfung. Heute verleihen wir Starlet Town die Note 6. Wie bitte? Ach, Frank. Hallo. Hör zu, bereite alle nötigen Dokumente und die Ausrüstung vor. Ich habe den perfekten Ort gefunden. Och, ich mag Karen nicht. Karen ist doof. Kann Karen wieder gehen? Keiner mag Karen. Letztes Jahr gab es eine Ölkatastrophe auf einer der benachbarten Inseln, die auch noch hier bei uns großes Chaos gestiftet hat. Seitdem geht es nur abwärts. Karen war dort bei der Konferenz zur Stadtbewertung. Sie haben uns die ganze Zeit beobachtet, diese hinterhältigen Leute der Kugelfisch Corp. Du hast ja gehört, was sie neulich im neuen Kugelfischgebäude gesagt hat. Ihr Plan, um uns zu retten, ist es, aus Starlet Town eine Ölstadt zu machen. Allein der Gedanke, unser Erbe aufzugeben, das Museum, den Ozean und die Vermächtnisstätten, das ist schwer zu akzeptieren. Andererseits ist der Gedanke, dass unsere Stadt untergehen könnte, schwieriger. Unsere Stadt ging es so gut. Spieler. Ich weiß nicht, warum sie jetzt bei Spieler sind. Großartig sogar. Das Geschäft florierte, die Stadt, sie war lebendig. Ich fürchte, wenn wir die Stadtbewertung nicht wieder auf eine 1 erhöhen und das Vertrauen unserer Besucher zurückgewinnen können, haben wir keine andere Wahl, als mit der Kugelfisch Corp zu kooperieren. Das Museum wieder zu füllen, scheint recht einfach zu sein. Es wird nur Zeit brauchen. Aber die kranken Vermächtnisstätten zu heilen oder die hartnäckigen Wurzeln im Meer loszuwerden, wo sollen wir überhaupt anfangen? Wie sollen wir überhaupt anfangen? Ich mach das. Konnte man keinen Namen eingeben. Doch, doch, aber das ist ein Bug. Unsere Stadt ist in einer schwierigen Lage. Das ist ganz schön viel, ich weiß. Wie wäre es, wenn du mit mir einen Kaffee trinken gehst? Der Spaziergang und die frische Luft werden uns beiden gut tun. Ach, wie doof. Ach, ich finde das eigentlich ganz lustig. Und das Town Ranking ist kacke. Na, ja, das sehe ich ja dann noch. Aber ich... Oh, lol, der hat geblitzelt, ne? Ist alles in Ordnung? Guten Tag. Oh, Yoga. Kenne ich schon alle, ne? Nee, kenne ich nicht. Sie kenne ich noch nicht. Hallo, wer bist du denn? Kira ist beschäftigt und kann im Moment nicht sprechen. Ach, Kira. Aber hinten die Town ist schon offen. Quatsch, die Mine ist schon offen, ne? Höhle, nicht Mine. Genau, ich wollte zum Museum und spenden. Ich habe da 2 Sachen gefangen, die würde ich gern loswerden aus meiner Tasche. Dürfte ich bitte ins Museum? Danke. Ach, die habe ich schon gespendet. Okay. Ja, ist okay. Kann ich sie verkaufen. Ich muss jetzt eh wieder zurück zu... Ah, oh, oh, Kira, Kira, halt! Von der Farm. Okay. Ich bin Kira. Ja, hi. Achso, halt.
Wer bist du denn? Antonio. Hm, ja. Ach, du bist neu hier. Ja, bin ich. Okay, Antonio ist auch nicht mein Favorit. Ich bleib wirklich bei Vaku. Vaku ist und bleibt mein Favorit. Nein, das ist Jennifer. Ach, du spielst es auf Englisch. Okay. Nee. Aber die hieß Kira. Samen, die kann ich noch einpflanzen. In der Alpha waren Jörg und Jennifer wohl Platzhalter. Unter anderem hieß Antonio. Jennifer. Ach lol. Okay, so gut habe ich in der Alpha nicht aufgepasst. Ah, oh mein Gott, okay. Ich habe auch gerade wieder was Neues entdeckt. Ich auch nicht. Halt, ich muss dafür darüber. Aber es ist schön, dass Antonio so hieß. Aha. Oh. Schmetterbuben! Schmetterbuben! Bleiben Sie hier. Meiner! Blauer Schwalbenschwanz. Sehr gut. Hallo zusammen, ich weiß, ich kann sie nicht alle töten. Hilft mir irgendwas für einen Tag, aber wie geht es euch? Hallo, Teig. Mir geht's ganz gut. Und ich hoffe, dir geht's bald auch besser. Aber der Game Pass hatte anfangs sehr fehlerhaft die Alpha statt den EA. Da habe ich so ein paar. Ah, okay. Ah, Vita, hallo. Die Höhle kenne ich noch. Heyo, Krisen sind Angebote des Lebens, sie zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein. Du kannst den Sturm nicht beruhigen. Du kannst versuchen, selbst ruhig zu bleiben. Warten, bis der Sturm vorüberzieht, denn nach jedem Sturm folgen wieder sonnige Zeiten. Habt einen wunderschönen Abend. Dankeschön, Vita, für deine Vita-Vibes. Und einen wunderschönen guten Abend dir natürlich auch. Zurück, komm zurück. Du, hey, du Schwächling, komm zurück. Hey. Bleib weg von den Mons. Ach, hallo, Kira. Moment mal. Was sind die Monster? Ich hoffe, dir geht's gut, Vita. Nun, Mark und ich haben gerade die obersten Ebenen geräumt. Aber dieses Beben... Das Beben hat direkt stattgefunden, nachdem du reingekommen bist, nicht wahr? Es gibt einen alten Mythos über bestimmte Flüche, die auf Ankömmlinge reagieren, aber das kann warten. Mein Name ist Kira, ich nehme an, dir gehört die Farm? Ich kenne dich schon. Jetzt Butman, Entschuldigung. Da du von der Farm kommst, bist du wahrscheinlich hier, um etwas abzubauen. Wenn das so ist, ist derzeit nur der Erdschacht zugänglich. Der Aufzug da drüben funktioniert, aber nur bis zum ersten Stock. Geiler Aufzug. Von dort aus musst du zu Fuß weiter. Wenn du tief genug hinabsteigst, kannst du den Zugang zu den anderen Etagen wiederherstellen. Du bist hier definitiv richtig, um nach Erzen und Edelsteinen zu schürfen. In diesen Höhlen gibt es jede Menge davon. Aber vergiss nicht auf die Monster. Hase, diese Österreicherin! Die vergisst Aufsachen! Nimm dieses Schwert, du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Um dich verteidigen zu können. Es ist ein langer Abstieg. Also gehe lieber sicher, dass du gut ausgerüstet bist. Sei vorsichtig da unten. Viel Glück. Dankeschön. So. Alles einmal nach hinten. Mehr Stardew Valley Vibes. Oh ja, aber das ist nicht schlecht. Stardew Valley Vibes sind nie schlecht. Mehr Spiele können Stardew Valley Vibes haben. Wenn es nach mir ginge.
bin in der Höhle und was mache ich? Ich schürfe Stein ab. So würde ich Stardew Valley auch spielen. Wie meinst du so? Noch. Geht's auch kaputt? Ja! Die ging kaputt! Das da hinten geht auch kaputt? Ja! Kann man den... Ja, den kann man ernten. Sehr gut. Nein! Ah, okay, das sind Kupferdinger. Okay. Bronze. Entschuldigung, Bronze. Können sich die Spieler nicht auf ein Erz einigen? Ich freue mich auch schon, wenn endlich die Alpha von Overmagica kommt. Jetzt wollen sie ihr, vor Weihnachten noch schaffen, statt Q2. Und hoffentlich ist es nicht zu ambitioniert. Und dass sie dann so ein halbgares Spiel abliefern. Ich drück mal die Daumen. Ich komme noch mit dem Pixel, den ich... Ach so. Okay, da muss ich sagen, da war ich am Anfang auch eher skeptisch. Aber nachdem ich es dann bei Gronkh eine Weile angeguckt habe, hatte ich so Bock auf Stardew Valley und dann habe ich es gesuchtet. Der Rest ist Geschichte. Okay, ich gehe noch eine Ding runter. Eine Ebene. Da ist ein Mob. Okay, er ist da ein Schleim. Ah, da ist noch einer. Habe ich die jetzt gesammelt? Ich hoffe, so wäre zwar nur die Alpha, aber ein bisschen was sollte ja da sein. Da die Macherin aus Nürnberg, also Deutschland, kommen, kann man zumindest auf die gute Übersetzung hoffen. Wenn sie selber geschrieben hat, schon, ja. Oh, Blümchen. Nein, mein Inventar ist voll. So eine Kacke. Ich glaube, 2000. 500 oder 3500 war... Achso, ja, nee, mein Ding ist voll. War ja... Kosten neue Tasche, ne? Ich hoffe, man hört meine Tastatur nicht zu arg. Oh, das wird heiß so meh. Ah, das ist egal, bei welchem Spiel. Schon, ja, ne? Man merkt, dass es ja völlig sinnlos ist. Es gibt nichts Geheimnisvolles anzusehen. Alles ist ganz einfach zu finden. Ja, das sagst du. Ich bin auch ein bisschen überfordert damit. Ah, Museum. Das Museum ist auch ein bisschen schwer reinzukommen. Schön, dass du auch so Banane läufst wie ich. Ja, ich muss sagen, ich bin schon kurz davor, wieder den Movement Speed anzumachen. Passt ja nicht Musik etc. Vielleicht so. Chi, komm und sieh dir das an. Ja, weiß ich. Siehst du das? Das ist ein Plan für ein größeres Museum. Das Museum ist im Moment klein. Es reicht ja, aber du kannst dir etwas Größeres vorstellen. Etwas Extravaganteres. Stell dir das vor, Chi. Oh, das sieht jetzt aus wie Animal Crossing. Ein Bereich ist den Wasserlebewesen der Insel gewidmet. Dann gibt es auch einen Bereich, in dem man sich alle Fossilien ansehen kann, die wir ausgegraben haben.
Oh, wir können auch eine größere und bessere Abteilung für die antiken Artefakte gebrauchen. Klingt das nicht aufregend? Das ist wirklich cool. Nicht wahr? Es gibt allerdings ein großes Problem. Die Stadt hat einfach nicht das Budget, um dieses Museum zu bauen. Zumindest noch nicht. Also, was, wenn wir das Geld für den Bau aufbringen? Damit meine ich, dass ich eine Kickstarter-Kampagne starten werde. Schön. Pokio, Kickstarter. Weißt du, was ein Kickstarter ist? Ich weiß, was es ist. Ich weiß noch nicht, ob man es auf diese Weise machen sollte. Nee, keine Ahnung. Kannst du es mir erklären? Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform. Wir stellen unsere Projekte online und dann können die Leute helfen, es zu finanzieren. Ich liebe die Arsch wie ich auch. Wir stellen unsere Projekte online und können dann den Leuten helfen, es zu finanzieren. Im Gegenzug gehört ihnen ein Teil des Projekts. Quasi als Zeichen der Anerkennung. Tolle Idee, oder? Wie auch immer. Ach, das sind dann unsere Namen und es ist süß. Ich bin fast bereit, die Kampagne zu starten. Aber es gibt noch ein paar Dinge, bei denen ich Hilfe brauche. Wenn du Texte brauchst, bist du bei mir völlig falsch. Nach meinen Recherchen sind die erfolgreichsten Kampagnen diejenigen, die bei denen bereits etwas Bedeutendes vorzuweisen ist. Etwas, das den Unterstützern die Gewissheit gibt, dass sie in ein seriöses Projekt investieren. Wenn ich in der Kampagne nur das leere Museum zeige, werden die Leute denken, dass dieses Projekt Betrug ist oder so. Und da du so gerne hart arbeitest, Chi, ist das dein Part. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was du bisher ins Museum geliefert hast. Wirklich erstaunliche Exponate, aber es ist nicht genug. Ich habe Macy gestern gebeten, Fotos von unserem Museum zu machen und es sah einfach leer aus. Genau, Chi, streng dich mal an, ja. Niemand würde uns helfen, wenn wir nur ein leeres Museum vorzuweisen haben. Aber wenn du mehr Objekte spenden würdest, verstehst du, worauf ich damit hinaus will? Ja, dass ich deine Arbeit machen muss. Ganz genau, das Museum sieht dann nicht mehr so leer aus. Und wir können mehr Leute überzeugen, uns bei der Finanzierung unseres Projekts zu helfen. Während du uns behilflich bist, mehr Artefakte zu sammeln, werde ich anderes Material für die Kampagnenseite vorbereiten. Ich werde diesen Plan einscannen und dann Milly bitten, etwas Tolles für die Kampagne zu verfassen. Oh, vielleicht sollte ich Lilly bitten, uns eine Webseite zu erstellen. Sieh dir das an, es wird ja langsam. Und es los, Chi. Besorge mehr Objekte, damit wir unsere Kickstarter-Kampagne starten können. Natürlich. Mach ich. 15. Okay.